Es ist kein Zufall, warum wir bestimmte Formen und Proportionen als ästhetisch empfinden. Das kann die Anordnung von Blättern einer Pflanze sein, ein Bauwerk oder die Erscheinung eines Menschen. Die Natur erschafft in göttlicher Ordnung. Und wer sie versteht und bewusst nutzt, gesundet und belebt sich auf natürliche Art und Weise. Daher die Frage, wie können wir die heilende Kraft der Geometrie auf den Menschen übertragen und noch potenzieren? Goldener Schnitt, Fibonacci und Wasser. Transformation und Heilung auf allen Ebenen. Jetzt bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen, Werner Habermeyer. Schön, dass du da bist. Danke, liebe Becky. Ich freue mich. Danke, liebe Zuschauer. Ich habe es gerade schon gesagt. Heute steigen wir ein in die Kraft der Natur, in die heilige Geometrie. Und es geht im Grunde um ein transzendentes Feld. So nehme ich es wahr, so nehme ich deine Arbeit wahr und würde gern einsteigen auf der Ebene der Wissenschaft. Ja. Werner, du bist Forscher, Entwickler der Wirbelkammer. Mhm. Was ist das genau? Also ich beschäftige mich seit über 30 Jahren mit Thema Wasser. Und eine Wirbelkammer, das ist ein mehrdimensionale Geometrie, in die Wasser einfließt, einen Wirbel bildet und dann wieder rauskommt. Und diese Wirbelkammer, das ist das Kernstück von der Entwicklung von Aquadea, die ist nach der heiligen Geometrie aufgebaut, nach der Naturgeometrie. Und ich meine, ich habe hier eine schöne Tafel dabei, was Naturgeometrie alles darstellen kann. Die zeige ich einfach mal. Liebe Zuschauer, schaut mal. Ja, ich habe hier ein bisschen was zusammengestellt, wo man überall den Grundaufbau der Natur entdecken kann. Ja, weil die Natur arbeitet mit bestimmten Geometrien, mit bestimmten Verhältnissen. Das ist das richtigere Wort. Und der goldene Schnitt ist ein Verhältnis, wo vielen bekannt ist. So ganz grob 2/3, 1/3. Das verwenden auch viele Maler in ihren Bildern. Leonardo da Vinci hat diese Verhältnisse verwendet und Van Gogh und viele anderen auch. Und hier sieht man im Romanesco eine unglaubliche, schöne geometrische Struktur. Man findet es in der Sonnenblume, man findet es im Farn und man findet es vom Großen bis ins Kleine, von der DNS, die auch eine Spiralform hat, bis hin zur Spiralgalaxie, bis hin zu großen Tornados, großen Wirbelfeldern, die ja auch sehr strukturauflösend wirken, gerade in Gebieten, wo viele menschliche Strukturen gebaut sind. Das Kudu-Horn, mit dem hat der Viktor Schauberger schon viel gearbeitet. Also genau. Wenn ich mir die Bilder jetzt so anschaue, bin ich augenblicklich in einer anderen Ebene. Inwieweit ist denn der goldene Schnitt transzendent? Es ist, weil ich mich mit dem Grundaufbau der Natur verbinde. Ja, wie ist unser Universum konstruiert? Es gibt den Euler, den Mathematiker aus dem 17. Jahrhundert, und der hat eine Naturkonstante herausgefunden, die Eulersche Zahl E. Und die bezeugt die Steigungen, die Wachstumskurve, mit der die Natur arbeitet. Und dieses Verhältnis dieser Zahl findet sich überall in unseren Planetenumläufen, in der Galaxie, bis eben zu den Pflanzen, wo dann auch das Pflanzenwachstum da ist. Und wenn ich in den Wald gehe, barfuß, und über feuchtes Moos laufe, dann habe ich zum einen bekomme ich eine Erdung und zum anderen bin ich von Natur umgeben, wo überall die Naturgeometrie drin ist, in den Bäumen, in den Blättern, im Moos. Und da fühle ich mich auch ganz anders. Da fühle ich mich wieder mit Leben aufgeladen. Da
merke ich, wie ich zur Ruhe komme. Und das ist was ganz anderes, als wenn ich in einem Industriegebiet am Sonntagnachmittag spazieren gehe. Sind das Räume? Betreten wir da Bewusstseinsräume? Wir betreten Räume. Wir kommen in einen Bereich, wo die Natur stärker wirken kann. Oder wo die Natur überhaupt wieder stark wirkt. Und wenn wir andere Räume haben, wie Städte, Industriegebiete, dort habe ich eine starke Abkoppelung von dem Grundaufbau der Natur. Und wenn ich in diesen Naturraum gehe, dann verbinde ich mich mit dem Grundaufbau der Natur. Und wenn ich umgeben bin von Natur, dann kann auch Heilung schneller erfolgen. Und auch Transformation, weil Transformation ist ein neue Dinge betrachten können, mich neu ausrichten können. Wir sind ja bewusste Schöpfer und wenn wir uns mit diesen Formen verbinden, sie wahrnehmen, bewusst wahrnehmen, sind wir es ja letztendlich. Und dadurch stellt sich eine innere Ordnung ein. Kann man ja das so sagen, dass das so passiert? Ja. Was haben denn die Fibonacci-Zahlen damit zu tun? Weil die erwähnst du ja auf deiner Homepage auch. Erklär doch bitte erstmal, was diese Zahlenreihenfolge überhaupt bedeutet, wie sich die zusammensetzt. Also das ist eine Verdoppelung von immer der vorherigen Zahl. Das heißt, ich habe ein exponentielles Wachstum. Also es fängt klein an und wird dann schnell immer deutlich viel größer. Und es gibt die Fibonacci-Reihe, es gibt die Eulersche Zahlreihe. Also das spiegelt alles bestimmte Aufbauten der Natur wider, ohne jetzt wirklich ins Detail zu gehen. Aber diese Vergrößerung, ja, ich zeige es mal hier, das habe ich hier drin in so einem Schneckenhaus oder Muschelhaus, wo es klein anfängt und dann plötzlich in ganz große Formen reingeht. Das heißt, im Grunde wird es einfach nur gelenkt in einer bestimmten Struktur. Also es ist wie so ein kleines Gerät, so stelle ich mir das vor, innerlich. Und du lenkst dann sozusagen Wasser, was denn sonst, ja, das fließende Element hindurch. Ich zeige es hier mal. Das ist so der Grundaufbau der Wirbelkammer. Das heißt, da fließt hier seitlich Wasser rein in diese Einlässe. Die sind tangential aufgebaut, also so schräg reingehend. Dann entsteht ein Wirbel hier drin, einer, der nach oben geht und einer, der nach unten geht. Und der Wirbel, der nach oben geht, der trifft oben auf einen Kristall. Und da er dann nicht weiterkommt, muss er umkehren. Also ein Umkehrwirbel. Und dann entsteht hier ein Tornado, der viel, viel schneller ist als das Wasser, was seitlich reinkommt. Und was passiert, wenn ich hier in eine fast Selbstbeschleunigung reingehe? Dann entsteht hier ein Vakuum, eine Implosion. Das ist das, was Viktor Schauberger mal beschrieben hat, wo er gesagt hat, ihr dreht falsch. Nicht Explosion ist der Schlüssel, sondern Implosion. Ja. Und in den nach innen gerichteten Kräften steckt viel mehr Energie als in den explosiven, nach außen gerichteten Kräften. Und dieses Prinzip vollziehe ich hier nach. Hier die Verhältnisse von Einlässen zu Auslässen und diesem Volumen hier in sich ist alles nach der Naturgeometrie aufgebaut. Wenn wir das jetzt mal auf den Menschen übertragen, also wenn ich habe so gerade die Wahrnehmung, wenn du diese Kammer nimmst und sagst, das ist jetzt ein Mensch, im doppelten Sinne, ja, wenn wir jetzt nur zuhören zum Beispiel stundenlang, ja, passiert ja auch was im Inneren. Letztendlich sind wir doch auch Transformationsmaschinen, Transformationswesen und machen nichts anderes als die Wirbelkammer in uns drin. Ja, wobei wir natürlich viel mehr sind als die Wirbelkammer. Ja, aber vom Grundprinzip ist es doch auch dasselbe. Wir sind ja Teil des Ganzen, also sind wir ja auch eine Form von transformatorischen Wesen und wirbeln ja auch die Energien durch uns, in uns. Ja, aber alle Chakren in uns sind eigentlich Wirbelfelder. Mhm. Ja, das sind Wirbel, die nach außen gehen. Und das Blut in unserem Körper wirbelt auch. Unter dem Mikroskop sieht man aber die Wirbel nicht mehr. Deswegen hat das Blut im Körper ganz andere Eigenschaften, als wir es dann außerhalb vom Körper wahrnehmen. Und unser Herz ist auch keine Pumpe, sondern unser Körper arbeitet mit Sog. Also dieses Prinzip, was ich hier auch habe, ist ein Sogprinzip. Und unser Herz ist eigentlich nur der Taktgeber von dem ganzen Blutkreislauf. Ja? Weil ich habe ganz viele feinste Kapillaren und Kapillaren,
die ziehen Wasser in die Höhe, in die Richtung auch. Also da sind ganz andere Kräfte da. Was jetzt hier passiert, wenn die Wirbelspitze nach oben geht, der Tornado nach unten. In einem Tornado habe ich immer eine extreme Luftsäule nach oben. Das heißt, ich habe hier Luft, die sich einsaugt und dann dieses Vakuum füllt, was hier entsteht. Dadurch kommt natürlich auch viel mehr Luft und Sauerstoff mit ins Wasser. Ja. Das Wasser ist ja Informationsträger. Ja. Was passiert denn damit? Also inwieweit ist durch die Verwirbelung, ich sage jetzt mal, Informationen, die niederfrequent sind, fliegen raus und höherfrequente bleiben bestehen. Kann man das so sagen? Verändert sich das Wasser in diesem Prozess? Ja, also Wasser liebt Bewegung, erstmal als Vordergründiges. Und in der Natur meandert Wasser, also es kommt immer in Wirbeln vor. Begradigte Flüsse, die erzeugen totes Wasser, apathisches Wasser. Wenn ich Leitungswasser habe, wo in Rohre gequetscht wird unter hohem Druck und in den Rohren wird das Wasser immer nur ein Stück weiter geschoben, da entsteht kein Wirbel. Das heißt, in den Rohren wird Wasser apathisch. Ein Bergbachwasser, das Wirbel über Millionen von Steinen, da habe ich in so einem Glas Milliarden von feinsten kleinen Wirbeln, die weiterlaufen. Deswegen schmeckt ein Bergbachwasser auch viel besser als ein totes Wasser aus der Wasserleitung. Auch wenn es sauber ist, aber es hat kein inneres Leben, es hat keine Anbindung mehr. Was ich versuche mit den Wirbelkammern zu schaffen, ist wieder eine Anbindung des Wassers zur Entität des Wassers, zur Seele des Wassers. Wieder eine Anbindung an die eigentliche Grundeigenschaft des Wassers. Woher kommt diese Faszination zum Wasser aus deiner persönlichen Geschichte? Dass du das verbunden hast irgendwann und sagst, dass ich muss was machen mit Wasser. Also ich hatte in meiner Jugend, so mit 14, 15, mich sehr für Quantenphysik interessiert. Habe die Bücher von Heisenberg gelesen. Also ohne die Formeln jetzt zu verstehen, aber eigentlich die ganze Philosophie dahinter, hinter Quantenverschränkung und diesen Punkten. Dann hatte ich irgendwann ein Nahtoderlebnis und da ist mir dann wieder klar geworden, dass ich mich in dem Leben dem Thema Wasser bzw. Wirbel beschäftigen will oder wollte und bin so dann wieder auf den Weg gekommen Anfang der 90er Jahre. Hab dann kurz mich mit den Reinigungsmethoden beschäftigt, Umkehrosmose, Filter und so weiter, Destillation. Und bin dann schnell auf das Thema gekommen, dass es eigentlich nicht so sehr um die materielle Reinigung geht, sondern um das Übergeordnete, um die Energien, die im Wasser sind, dass es eigentlich um die Lebenskraft an sich geht. Und Lebenskraft wird über Wirbel erzeugt. Ein Fluss, der meandert an der Stelle, wo eine Furt ist, wo der Wirbel dann wechselt, der Zentralwirbel in einem Fluss. Dort wird Lebenskraft in die Umgebung vom Wasser gegeben. Das ist der Umkehrpunkt, was ich hier an dem Kristallpunkt habe. Und dort sind in der Regel dann auch die Dörfer oder Städte gebaut worden, um diese Lebenskraft aufzunehmen. Und ich schaffe es jetzt hier mit den Wirbelkammern, Lebenskraft zu erzeugen. Und diese Lebenskraft dann für den Anwender verfügbar zu machen. Welche Rolle spielt die Geschwindigkeit der Wirbel? Also für den Energiefeldaufbau und die Lebenskraftproduktion ist es natürlich besser, je schneller die Wirbel sind. Für den Menschen ist es unterschiedlich. Da hängt es von dem persönlichen Zustand ab, vom Körperzustand, vom energetischen Zustand. Weil ich habe ein Ist-Zustand von Energie, sagen wir mal 50%. Und wenn ich jetzt ein Tool habe, wo 100% Energie gibt, dann kann ich das vielleicht noch auffangen. Wenn aber ein Tool ist mit 200 oder 300% Energie, dann ist die Spannung zu groß zwischen meinem Ist-Zustand und der Schwingung des Gegenstandes, des Tools. Und dann kann es eben eher zu Erstverschlimmungen kommen oder starken Entgiftungen. Also ich muss es auf den Anwender auch ein bisschen abgestimmt machen.
Du hast jetzt zweimal das Wort Umkehrung genannt. Das finde ich ganz spannend. Der Moment der Umkehrung. Wenn man jetzt mal schaut, viele Menschen sind krank, erschöpft, müde, wissen nicht so richtig, warum. Ja? Also sie können nicht benennen, was sie wahrnehmen. Und viele sind noch in Projektion und sind gerade so richtig am Kämpfen und wissen eigentlich gar nicht, wogegen. Was passiert hier mit mir? Und viele sprechen jetzt auch von Umkehrung. Was ist das für dich, auch im psychologischen Sinne? Was muss jetzt umgekehrt werden oder transformiert werden, deiner Meinung nach? Also ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus. Also auf diesem Planeten haben wir ja einerseits die Wirkung der Naturgeometrie, der heiligen Geometrie, die wir hier dann auch gesehen haben. Andererseits gibt es Kräfte, die versuchen, diese Naturgeometrie zu ersetzen durch eine künstliche Geometrie, über Rituale oder Ähnliches, die versuchen, den Planeten wie einen Nebel zu überziehen mit einer unnatürlichen Geometrie. Und wenn ich in einem Feld von unnatürlicher Geometrie bin, unnatürlichen Verhältnissen, dann schneidet mich das ab vom höheren Selbst, vom Zugang zum Kosmos, vom Zugang zur Natur. Und ich muss mit der Energie leben, die mir nur im Augenblick zur Verfügung steht. Und ich kann nicht die Kräfte aufnehmen, die sonst da sind. Und einer dieser transformatorischen Prozesse ist zum einen, wieder Zugang zu sich selber, zu den übergeordneten Kräften zu bekommen und einfach auch zu schauen, wo liegt die Wahrheit in mir und selber nachdenken, selber die Dinge zu bewerten und nicht mehr das zu glauben, was mir gezeigt wird. Und das ist Wasser sozusagen. Durch Wasser kommen wir in diese Bewegung. Dadurch fließt es wieder und wir stocken nicht, wir sind nicht erstarrt, blockiert und festgefahren. Das heißt, das Wasser lockert im Grunde auf allen Ebenen und hilft, beschleunigt den Prozess. Also ich schaffe hier ein Wasser, was eine extrem hohe Schwingung hat. Und der Unterschied zu, ich sag mal, fast allen anderen Verfahren ist, dass diese Schwingung, wenn ich jetzt so eine Dusche habe, wenn die von Wasser durchflossen wird, dann baut sich ein Torus-Energiefeld auf außenrum, welches die Wirkung der Natur wieder stärker zulässt. Das heißt, es drängt das zurück, was unnatürlich ist an Ego-Strukturen, wenn ich es jetzt mal so ganz salopp sage. Und dieses Feld, das wird immer größer, je länger die Dusche von Wasser durchflossen ist. Wenn ich einen Kristall habe, dann strahlt der vielleicht einen Meter oder zwei Meter weit. Im Feinstofflichen vielleicht noch ein Stück weiter, aber die Wirkung wächst nicht. Und hier habe ich ein dynamisches Feld, wo immer größer wird. Durch die Wirbelung. Durch die Verwirbelung. Genau. Und deswegen findet man die Thema Wirbelphysik sehr rudimentär oder versteckt in der Physik. Und die Formeln, die da zur Berechnung verwendet werden, das ist sehr tricky. Das sind Formeln, die mit Verallgemeinerungen arbeiten, mit Annäherungen, aber nie wirklich die exakten Prozesse beschreiben. Ich bekomme zwar ähnliche Ergebnisse wie in der Realität, aber mit den Formeln beschreibe ich nur einen Durchschnittszustand. Das heißt, wir sind hier auch von der Wirbelphysik abgeschnitten von der ganzen Thematik in den Universitäten, von dem, was da möglich ist. Also aus welchem Material ist denn dieser Duschkopf? Damit das, weil ich glaube, das spielt ja auch eine Rolle, oder? Damit im Grunde das Wasser auf irgendeiner Ebene ja auch in einem Gehäuse ist, was es noch fördert. Ja, also worauf es ankommt, ist die Resonanzplatte und die Wirbelkammern. Das ist bei dem Modell aus Titan. Mhm. Das Gehäuse hier ist aus Edelstahl. Bei dem anderen habe ich hier die Resonanzplatte entweder aus Bronze oder Titan mit Gold, Silber oder anderem Edelmetall beschichtet. Weil der Viktor Schauberger hat schon damals erwähnt, dass es bioenergetische Metalle gibt, die förderlich
für den Körper sind und für die Natur und andere, die da eher störend wirken. Was passiert jetzt, wenn ich dusche mit diesem Duschkopf auf der physischen Ebene? Also was passiert da mit einem Menschen, was seinem Verstand entgeht, ja, aber was er fühlt? Welche Erfahrungen, von welchen Erfahrungen kannst du berichten? Also er wird einfach erstmal sich klarer fühlen. Er wird merken, wenn er nachschaut, dass seine höhere Anbindung stärker wird. Dass er unter dieser Dusche schneller zu Lösungen kommt, wenn er sich Probleme überlegt. Wir haben Architekten, die sagen, sie kriegen viel schneller das Bild eines Gebäudes oder eines, was sie sich eben als Aufgabe gestellt haben, viel schneller unter dieser Dusche, als wenn sie normal arbeiten. Wir haben Erfahrungen mit Menschen, die Angehörige verloren haben und die stark in Trauer waren. Und mit einer bestimmten Komposition sind die eben nur aus der Trauer rausgekommen. Also nicht mehr so in diesem Kreislauf festgefahren. Also was ich eigentlich erreiche ist, im Leben rege ich mich teilweise über Dinge auf. Der Nachbar hat seinen Müll wieder nicht rausgebracht oder an die falsche Stelle getragen und dann kreist so dieser Gedanke im Kopf. Gehe ich unter die Aquadea-Dusche, dann merke ich, wie während so ein paar Minuten Duschzeit dieser Gedanke immer weniger wird, dieser Kreislaufgedanke, den ich nicht wirklich selber kontrollieren kann. Ja, und du besprenkelst von oben. Es geht ja hier oben rein. Also hat das auch eine Bedeutung, dass es von oben ständig gerieselt wird und wir dadurch so... Also von oben oder seitlich, das ist egal. Hauptsächlich bin ich in diesem Energiefeld der Dusche. Weil dieses Feld wächst ja. Das heißt, ich habe im Mund in das ganze Badezimmer drin. Ich habe natürlich auch einen ähnlichen Effekt wie am Wasserfall, dass die Luft stark negativ ionisiert wird, also sehr frisch wird und mir auf der physischen Ebene Spannkraft gibt. Also eine Luft, die negativ ionisiert ist, die gibt dem Körper Energie. Und wenn sie in einem Raum abgestanden ist, ist sie positiv ionisiert, dann fühlt die sich trocken an und kratzt im Hals und ja, da fühlt man sich dann eher schlapp mit der Zeit. Kann man sagen, dass das die göttliche Ordnung ist? Ja, also wenn man sagt, Gott hat dieses Universum erschaffen, dann hat er bestimmte mathematische Verhältnisse zugrunde gelegt. In den Planetenbahnen, in den Spiralgalaxien, ich finde überall die Naturgeometrie. Das heißt, Gott hat hier nach einem bestimmten Bauplan gearbeitet und mit diesem Bauplan arbeite ich hier in den Wirbelkammern, mit diesen Verhältnissen. Und was ganz spannend ist, da hat der Viktor Schauberger auch in den 30er Jahren schon Versuche gemacht mit Wasser, das beschreibe ich kurz. Der hat in Wien den Probanden 1 Kilo Leitungswasser zum Trinken gegeben. Wenn ich jetzt 1 Kilo Leitungswasser trinke, ja, dann ich sage, okay, ich wiege 1 Kilo mehr. Hat die Leute gewogen und die haben 1 Kilo mehr gewogen. Und dann hat er denen 1 Kilo Hochbergquellwasser zum Trinken gegeben. Und siehe da, die haben nur 600 Gramm mehr gewogen. Also sie trinken 1 Kilo Wasser, wiegen 600 Gramm mehr. Wie erklärst du das? Also ich habe das lang überlegt und auch mit Physikern gesprochen und physikalisch in der dreidimensionalen Naturwissenschaft gibt es keine Erklärung dafür. Und alles, was keine Erklärung hat, ist eine Anomalie und wird auf die Seite geschoben. Genau. Und ich komme gleich auf die Erklärung. Und wenn ich mich jetzt mit einer Aquadea-Dusche dusche und in diesem Energiefeld stehe, ich habe die Dusche in verschiedenen Stärken. Wenn ich mich mit einer sehr verschwindest du irgendwann? Starken Dusche. Du bist immer dünner und verschwindest. Ja, aber das wäre jetzt die logische Konsequenz. Also so stark kann ich sie noch nicht bauen. Ja, damit kann ich eine mitnehmen.
Ja, aber so stelle ich mir das jetzt vor. Du bist so ein Wassermensch. Da müsste ich sie noch stärker bauen, dann wird sich wahrscheinlich ein Portal öffnen und... Schub weg. Und ja. So. Ja, wir sind ja, wir bestehen ja auch aus Wasser. Das heißt, wir gehen in dem Moment auf Resonanz. Das ist ja dann ein Wasser, außen wie innen. Genau. Das eine ist Wasser, die dreidimensionale Ebene. Und dann eben die feinstoffliche Ebene, die Ätherebene, wo dann mein Energiefeld da ist. Und die, mit so einer starken Dusche, wenn ich zum ersten Mal dusche, hatten wir Probanden, die haben 5 Kilo weniger gewogen nach der Dusche. Mhm. Ja. Und jetzt sage ich, okay, 5 Kilo. Also es ist keine Abnehmdusche, liebe Zuschauer. Ja. Die 5 Kilo, die kommen so nach einer Stunde, halben Stunde, Stunde oder mehreren Stunden wieder drauf. Und ich sehe auch nicht deutlich dünner aus nach der Dusche. Nee, das kann man bei dir nicht sagen. Aber weißt du, das ist ja das Schöne, wir können drüber lachen. Das ist ja eine gefühlte Sache auch. Was ist denn überhaupt dick oder dünn? Weißt du, was ich meine? Oder wie viel Gewicht haben wir denn? Es ist ja auch immer eine Wahrnehmungssache des Gegenübers, der dich wahrnimmt. Ja. Das heißt ja noch lange nicht, dass es so ist. Ja. Genau, und hier haben wir jetzt praktisch den Körper des Menschen und die Seele des Menschen mit all ihren Erlebnissen, mit all ihren positiven Erlebnissen und all den Erlebnissen in diesem Leben, die noch nicht aufgearbeitet sind. Streit mit dem Nachbarn, Streit mit der Frau, Streit mit dem Finanzamt. Das sind ja alles die Sachen, wo ich erstmal nicht löse, die an mir kleben. Und in der Physik gibt es den Begriff einer stehenden Welle. Das heißt, wenn zwei Kräfte aufeinandertreffen, die gleich stark sind, dann bleiben die erhalten. Ja? Und man kann sich Atome auch als stehende Wellen vorstellen, ganz viele, die dann sich anfühlen wie Materie. Und wenn ich ganz viele stehende Wellen habe und ein Problem ist eine stehende Welle, ja, einerseits will ich wohin, andererseits geht's nicht. Jetzt habe ich hier einen Klumpen hängen. Und dieser Klumpen kann ein Gewicht haben. Ja, das fühlt sich auch innerlich so an, wie so ein Stein auf dem Herzen. Genau. Und es weiß eigentlich keiner, was der Körper alleine wiegt, wenn jetzt die Seele nicht drin wäre. Es gab mal einen Arzt in den 50er Jahren, der hat immer versucht, das Gewicht der Seele zu messen, indem er geschaut hat, dass er jemanden findet, der gerade am Sterben ist und noch kurz seinen Körper vorher und nachher wiegen kann. Mhm. Und der ist damals so auf 300 Gramm bis ein Kilo gekommen. Ja? Und wenn ich jetzt unter dieser Dusche bin und es keine physikalische Erklärung gibt, dann gibt es eigentlich nur die Erklärung, wenn ich höher gehe von der Schwingung und ich einen Raum habe, in dem die Natur wieder stärker wirken kann. Das heißt, all das Unnatürliche, Verkrampfte, Festgefahrene auf Abstand gehen kann, dann hängt es nicht mehr so an meinem Körper dran. Bist du dann im Feld der Liebe? Also diese Präsenz, ohne zu bewerten, also dieses... Ja. Ist nicht gut, ist nicht schlecht, ich bin der Liebe, ich bin Liebe. Ja, bist du da in diesem Feld? Ja, also ich begebe mich in die Richtung. Und der eine kann dann diesen Zugang mehr nutzen als der andere, je nachdem, wie viel auf dem Zugang zur Liebe liegt an Dingen. Auf jeden Fall werden die Dinge erstmal weniger. Das heißt, ich stehe unter der Dusche. Warum kriege ich mehr Ideen? Weil ich einen freieren Zugang habe. Weil ich plötzlich andere Gedanken fassen kann, weil plötzlich Beeinflussungen von außen wegfallen. Ich bin in einem Naturfeld und wenn jetzt jemand dauernd böse an mich denkt, dann ist das erstmal zumindest für die Zeit des Duschens außen vor. Ist Wasser generell auch, also auch normal, also ich sag mal Wasser ohne in dieser Frequenz, ja, herkömmliches Wasser, ist das auch schon Schutz? Wasser nicht, das ist ja, bringt ja Transformation, es ist ja ein Transformationsträger. Das heißt, wenn das Wasser in einer höheren Frequenz ist, dadurch ist es der Schutz. Du musst eigentlich gar nicht dich schützen, sondern einfach nur dich mit einer höheren Frequenz verbinden. Und in dem Moment, wo du im Wasser bist und das fühlst, bist du verbunden auf der Herzebene. Ja. Genau, also je höher dieses Wasser schwingt, umso mehr Schutz bietet es. Und wir haben auch Tests gemacht, wo man die Chakren live sichtbar machen kann
Mit einem Time-Wafer-System geht das zum Beispiel, mit anderen Systemen auch. Da konnte man dann sehen, bei dem Züricher Wasser, wenn ich das verwendet habe, mit einer normalen Dusche, hat das eher Energie abgezogen. Das heißt, ich hatte nach dem Duschen weniger Energie als vor dem Duschen. Mhm. Ja. Wenn ich mit der Aquadea dusche, habe ich deutlich mehr Energie. Ja. Und wir haben auch festgestellt, dass dieser Prozess, um stabil alle Chakren mit Lebenskraft versorgt zu haben, ungefähr 7 Minuten dauert. Ja, während der 7 Minuten Duschen konnte man mit dem Gerät sehen, dass das eine Chakra aufgeht, wieder zu, das andere geht auf, zu, dass die Chakren alle so in Arbeit und im Spiel sind. Und erst nach so 7 Minuten waren die dann alle gleichmäßig offen und haben sich dann auch verschränkt miteinander. Mhm. Ich schau mal, ob ich hier das Bild habe. Ah, da sieht man es nicht so gut. Das ist jetzt. Aber man sieht zumindest, Energielevel vorher ist relativ gering und Energielevel der Chakren nachher ist fast alles bei 100%. Da gibt es dann noch Bilder, wo man das dann noch mal viel besser sieht. Kann man das bei dir auf der Homepage auch so mal nachlesen und sich das angucken? Weil so geht es, ist es ein bisschen schwierig, das jetzt auf einmal zu erfassen. Ich würde ganz gern noch mal auf das Thema Transformation und Gesundheit jetzt und welche Rolle du dabei spielst, eingehen. Transformation hast du ja selbst angedeutet. Wo siehst du dich da gerade im Zeitgeschehen durch dieses Phänomen, was du sozusagen in die Welt gibst mit dem Wasser? Also ich sehe diese Wirbelkammern und diese Naturgeometrie-Technologie als Transformationsbeschleuniger. Und deswegen mache ich das auch, um möglichst viele Leute damit zu versorgen. Weil wenn ich das verwende, bekomme ich mit jedem Duschen oder Wasser trinken wieder mehr Lebensenergie zugeführt. Und ich erreiche Chakrenzustände während 7 Minuten Duschen, wo ich sonst eine Stunde meditieren müsste. Das heißt, ich spare Zeit. Ja? Und ich schaffe einen Freiraum, in dem ich mich jeden Tag neu orientieren kann. Mhm. Die Wirbelkammern sind auf den logarithmischen Punkt berechnet von Auflösung und Neuerschaffung. Und das ist der Punkt, wo man im Jetzt ist, im Jetztsein. Und alte Dinge, es hilft, alte Dinge aufzulösen und wieder sich neu zu erschaffen. Das heißt, wenn ich diese Duschen verwende, dann bekomme ich eine Bewegungskraft in mein System, wo hilft, Stagnationen anzugehen, Stagnationen zu lösen. Ich hatte eine Kundin, die hat gesagt, Herr Habermeyer, ich habe jetzt diese Dusche bekommen und die hat mir jetzt so viel Arbeit beschert, weil ich jetzt angefangen habe, mein ganzes Haus zu renovieren, was ich seit 10 Jahren machen wollte. Ja, und das hat ihr diese Kraft gegeben, diese Aktivierungskraft loszulegen. Du machst das ja auch so ein bisschen nach Themenfeldern. Ne? Du arbeitest ja auch mit Kristallen, mit Steinen. Mhm. Inwieweit verstärkt das die Wirkung? Ist das die Kraft des Steines, dass dann gezielt ein bestimmtes Chakra nur aktiviert wird? Also die Wirbelkammer an sich ist primär auf die Eigenfrequenz des Herzchakras berechnet. Und wenn das Herzchakra gestärkt wird, das ist ja der Verbinder der unteren Chakren mit den oberen und umgekehrt, dann bekomme ich alle Chakren in die Bewegung, in den Bereich, dass sie mehr Energie bekommen. Die Basis ist die Naturgeometrie, die dreidimensionale, der Wirbelkammer. Technisch gesehen könnte man die Wirbelkammer als Hohlraumresonator bezeichnen. In der Physik gibt es Hohlraumresonatoren, die bestimmte Resonanzen mit anderen Bauteilen auch erzeugen. Und die Kristalle und Edelmetalle sind praktisch wie so die Obertonwellen, die dann noch so die feinen Ebenen mit ausprägen. Und was ich mache, ist, Kompositionen zusammenzustellen. Bestimmte Edelmetalle mit bestimmten Kristallen, mehreren Kristallen, dass die alle miteinander harmonieren und miteinander sprechen können. Ich kann nicht einfach sagen, okay, der Kristall ist fürs Herz gut und der für den Solarplexus, bau die ein. Das kann dann sein, dass die sich gegenseitig aufheben. Also ich kann nicht einfach willkürlich Kristalle so nach dem, was geschrieben steht, kombinieren, sondern das
es muss eine mehrdimensionale stimmige Einheit geben. Mhm. Und die Wirbelkammern, die sind wie, jede Wirbelkammer ist wie eine kleine Reinigungsstation, die Dunkelheit in Licht wandeln kann und hilft, die Stauungen im Äther aufzulösen. Und wir machen auch das Aquadea 21-Projekt, das habe ich vor ein paar Jahren ins Leben gerufen, wo wir all unsere Kunden und Menschen, die gern meditieren, aufrufen, am 21. eines jeden Monats um 21 Uhr für eine Viertelstunde die Dusche oder ihre Wirbeleinheiten laufen zu lassen und oder zu meditieren, mitzumeditieren. Weil unter der Dusche zu meditieren. Möglichst noch unter der Dusche, unter der Dusche zu singen, das bekommt eine völlig neue Bedeutung. Genau. Kommt der Klang noch dazu? Ja, ja. Das solltest du vielleicht mal überlegen. Lade dir mal eine heiße Sängerin ein, stell sie unter die Dusche und teste das. Genau. Ja, aber das ist spannend. Ja, es hat nicht jeder eine Dusche, deswegen ist es gut, wenn er mitmeditiert. Ach so. Ja, weil die Wirbelfelder dieser Duschen, die vernetzen sich auf der ätherischen Ebene. Ah. Weil auf der Quantenebene gibt es nicht diese Entfernungen. Und da diese Kammern ja gleich aufgebaut sind, gehen die in eine übergeordnete Resonanz. Mhm. Und es führt dazu, dass es wie so eine Energiewelle dann durch das Land geht, wo diese ganzen Sachen laufen und einfach einen Schub Licht reinbringt und Lebenskraft. Das hat natürlich auch einen großen Effekt auf die Natur, auf die Pflanzen selbst dann. Ja, also ich konnte schon wahrnehmen, dass es bei einem dieser Abende, dass es einen Bereich gab, wo Naturwesen nicht rein konnten, nicht arbeiten konnten, dass die da ausgesperrt waren und dass dieser Energieschub, den ihnen geholfen hat, diesen Bereich wieder zu füllen und dort wieder ihre Arbeit zu machen. Was meinst du mit Naturwesen? All das, was man in Wäldern, in der Natur findet, die Baumwesen, die Pflanzenwesen, aber es gibt auch unsichtbare Wesen. Also die feinstoffliche Ebene. Das, was man als Nymphen, Elfen und so weiter, Gnome, Leprechauns etc. bezeichnet. Ich habe einen Freund auf einem Acker, den nenne ich den Ackerbeauftragten, feinstofflich, der ist zuständig für eine ganze Reihe von Feldern. Der kümmert sich um die Felder, hat sich fürchterlich bei mir beschwert, wo ich da zum ersten Mal war, weil da war Mais angepflanzt. Und ich habe gesagt, oh, der Mais sieht aber schön aus. Und dann habe ich plötzlich so eine Energie wahrgenommen, so total ärgerlich. Er hat gesagt, dieser künstliche Mais, der hier angebaut wird und die Spritzmittel, die haben, macht den ganzen Boden kaputt. Also er fand mich total blöd, weil ich diesen Mais gut fand. Ja, und seitdem sind wir in Kontakt und ich informiere ein bisschen, was abgeht. Und er war dann auch schon in Indien in so einem Tal, wo die alle nur noch Bio anbauen, gibt es einen Bereich in Indien, wo der Gouverneur alles auf Bio umgestellt hat. Das konnte ich ihm so mitteilen und dann war er dort und hat das sich angeschaut, war total begeistert. Und so kann man mit Naturwesen reden, dass die auch hier helfen, die Dinge zu ändern. Ja, ein Wasserdampf. Verdampft so einiges. Ja. Ja. Also vielen, vielen Dank für deinen Besuch, dass du uns heute auch so mal eingeladen hast, in deine Welt einzutauchen. Und ja, Wasser bekommt eine immer größere Bedeutung. Ja. Danke dafür. Danke für dein Sein. Und ja, wer Interesse hat unter unseren Zuschauern, einfach mal sich selbst informieren und Kontakt aufnehmen mit dem Werner. Ich werde jetzt auf jeden Fall eine Dusche nehmen. Danke fürs Zuschauen und Teilen dieses Momentes. Tschüss, bis bald.